Assalamu alaikum und hallo. Ich habe mich jetzt schon etwas länger nicht mehr gemeldet. Darum jetzt ein Video mit einer klaren Positionierung, wie es weitergeht. Also ich werde meine technischen Möglichkeiten etwas erweitern und dann wird es weitere Videoproduktionen geben und die werden sich nicht nur auf Libyen beschränken. Auch wenn da im Moment der Schwerpunkt liegt aufgrund der NATO-Besatzung und ihrer Ratten. Ich habe die letzten 12 Jahre meines politischen Wirkens damit verbracht, mit dem Schwerpunkt vor allem die Antideutschen zu bekämpfen, ihre reaktionären Charakter offen zu legen und sie zu enttarnen, sie zu zwingen, aus der Deckung zu kommen. Bei vielen Linken hat sich mittlerweile die Erkenntnis verfestigt, wessen Charakter das ist. Also man kann, es ist gerade der Kampf gegen die Antideutschen hat einen gewissen Selbstlauf entwickelt und zieht weite Bahnen. Jetzt werde ich mich einem anderen Problem widmen. Mit ähnlicher Intensivität, und zwar diesen sogenannten Führern der Arbeiterklasse, die sich da emporschwingen, um nichts anderes zu tun, als die Arbeiterklasse irrezuführen, als das Volk irrezuführen, Desinformation zu streuen, Solidarisierung zu unterminieren. Ganz besonders seien jetzt einige Trotzki-Sekten gewarnt, sowie das Zentralkomitee der MLPD. Ich werde eure Position genau verfolgen und eure Aussagen. Ihr habt den Putsch der NATO-Ratten gegen die legitime libysche Regierung, die von 90% des Volkes unterstützt wird, unterstützt und es als demokratische Jugendrevolution gefeiert, trotz Hinweisen, man hätte das auch einfach googeln können, was den Charakter dieser reaktionären Umtriebe, dieser Al-Qaida, dieser Monarchisten, dieser Muslimbrüder, die bezahlt werden von den inzüchtigen Verrätern auf der arabischen Halbinsel, diesen inzüchtigen Adelsgesocks, dem man nicht anders beikommen kann als mit jakobinischen Methoden, den wahren Feinden der arabischen Nation und den Unterstützern der reaktionärsten Teile der arabischen Gesellschaft und den Feinden der Selbstbefreiung des arabischen Volkes und die Leute, die sich mit ihnen verbrüdert haben und mit den iranischen Mullahs. Die iranischen Mullahs haben bewiesen, dass sie nicht fähig sind, Bündnisse, antiimperialistische Bündnisse zu schließen. Sie haben das libysche Volk und Muammar al-Gaddafi und die libysche Revolution, die Errungenschaften Libyens nicht nur der imperialistischen Aggression ausgeliefert, sondern aktiv teilgenommen. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das iranische Regime, sondern auch auf die Hisbollah, die ganz besonders wild drauf war. Man darf nicht den ganzen Iran verurteilen. Gerade das Ahmadinejad-Lager versucht einen anderen Kurs, so wie es auch einen Unterschied gibt in Russland zwischen Putin und Medvedev. Medvedev ist nichts anderes als eine Marionette, eine Ratte des internationalen Finanzkapitals. Vor allem, also internationales Finanzkapital, das ist keine Weltverschwörung, sondern das sind die imperialistischen westlichen Mächte. Und in deren Dienst er zum Beispiel das libysche Volk ausverkauft hat für nichts und wieder nichts. Gegen selbst die russischen Interessen. Und 100.000 Libyer, ich persönlich habe Menschen kennengelernt, die in Libyen leben, das ist schon Jahre her, ich weiß nicht mehr, ob sie noch am Leben sind. Und die haben mir ja
die libysche Lebensrealität geschildert und sie stimmt im Wesentlichen damit überein, was jetzt die grüne Propaganda der legitimen libyschen Regierung, die immer noch 3/4 des Landes kontrolliert, aussagt über das Bildungssystem, kostenlose Bildung, kostenlose Gesundheitssystem, kostenlos Universität, kostenlos Universitätsstudium in Übersee, wenn man einen Studienplatz in Übersee bekommt, als Libyer, Strom kostenlos, Beteiligung am Öl und so weiter und so fort. Sachen, die teilweise auch durch die UN und durch US-Universitäten auch bestätigt werden und die Rattenpropaganda versucht jetzt darzustellen, dass das alles Lügen seien von Gaddafi-Anhängern. Und ich weiß es nicht, ob man amerikanische Universitäten unbedingt zu Gaddafi-Anhängern zählen kann oder den die UN Development Index, der eindeutig ist. Libyen war eine Insel des Wohlstands mitten im hungernden Kontinent und der versucht hat, diesen Kontinent nach vorne zu bringen. Der Gaddafi hat die Arabische Union mitbegründet. Libyen hat viel Geld für diese Afrikanische Union bereitgestellt. Eine eigene Bank. Ziel war es auch, eine vom Dollar unabhängige goldbasierte Währung zu machen, was wohl der eigentliche Grund für den Angriffskrieg sein war. Also wir müssen mal beobachten, Saddam Hussein wollte aus dem Dollar aussteigen und kurz danach, 3 Monate später, erfolgte der Angriff 2003. Gaddafi wollte aus dem Dollar komplett aussteigen und auch den Euro nicht mal nehmen, deswegen sind die Europäer jetzt auch so wild drauf. Also ganz vorne mit dabei Großbritannien und Frankreich, also auch wenn Großbritannien selbst kein Euroland ist, ist es doch über die EU da involviert, interessenmäßig, und hat sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen. Immerhin hat er ihre Marionette beseitigt, die Ratte Idris Asinusi, den ersten, dessen Fahne ja auch die Ratten heute schwenken. Das ist eine Monarchistenfahne von einem König, der von Englands Gnaden eingesetzt wurde. Okay, kommen wir nun zur MLPD, die verbreiten, und auch viele trotzkistische Gruppen, die verbreiten jetzt halt auch über Syrien die Lüge, es halte sich um einen demokratischen Aufstand, obwohl alle möglichen alternativen Quellen und Leute vor Ort sagen, das ist nicht so, man setzt auf Al Jazeera als Rechtfertigung und Quelle, Al Jazeera, das dem Emirat von Katar gehört, wie gesagt. Und nach diesen 12 Jahren Kampf gegen die Antideutschen wird nun ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Zersetzungsagenten, die irreführen wollen, die Lügen verbreiten innerhalb der Linken, Desinformationen über die fortschrittlichen Regime auf der Welt, um Solidarität mit diesen zu unterminieren und dem Imperialismus Handlungsfreiheit zu geben, weil die Friedensbewegung sich weigert, sich stärker zu engagieren, weil es sich ja um einen bösen Diktator handelt. Nein, also diese Verräter, diese Zersetzungsagenten, ob objektiv oder subjektiv, ob die jetzt da wissen, was sie tun oder einfach nur Scheiße im Hirn haben, ist mir eigentlich völlig egal. Sie schaden uns, den Völkern auf dem Trikont, und führen die Bevölkerung hier irre und spielen sich als Opposition dann auch noch auf, womöglich sogar noch als Führung der Arbeiterklasse. Ja? Und die Ereignisse zeigen die verschiedenen, dass wir auf einen großen Krieg zusteuern. Da mag man nicht jetzt, ich bin jetzt keiner von dieser Typen, der Weltuntergangsschilder hochhält und sagt, oh, das Ende ist nah, das Ende ist nah. Nein, aber wir drohen auf einen großen Krieg zuzuschlittern. Diese ganzen kleinen Kriege, ihr glaubt doch nicht wirklich, dass die USA es nötig hätten oder die EU, dass sie den Staat überhaupt von 7 Millionen Libyern beseitigen, dass das irgendwie existenziell wäre für die. Nein, es geht darum, Russland zu treffen. Russland und China. Dies
sind die Vorläufer einer großen Aggressionskampagne gegen Russland und China. Ich weiß nicht, ob vielleicht wissen die Deutschen noch, was so Krieg gegen Russland bedeutet, ja, oder antirussische Haltung und Bedrohung Russlands, auf was das alles hinauslaufen kann. So. Und dies ist jetzt eine Kampfansage. So wie ich die letzten 12 Jahre intensivst gegen die Antideutschen gekämpft habe, deren Position es mittlerweile geschwächt ist, und jeder anständige Linke, also selbst der dümmste anständige Linke hält die für mittlerweile für ganz üble rechtsextreme, für ganz übles rechtsextremes Gesindel. Und mit derselben Intensität werde ich mich die nächsten 12 Jahre auf die Desinformationsagenten stürzen. Und zwar unabhängig davon, welchem Lager sie angehören, oder ideologischen Lager oder sonst irgendwas innerhalb der Linken, ob das jetzt, ob sie sich als Reformlinke, als Trotzkisten oder als MLPD bezeichnen. Nehmt euch in Acht. Ihr seid fällig.